Jetzt in dieser Aussendung oder was Werner Kogler damals gesagt hat, hat er da auch geschrieben, ein Blick nach Baden-Württemberg zeige, was in der Region alles möglich sei. Heißt das, dass es durchaus aus grüner Sicht mal möglich ist oder angestrebt wird, dass es mal eine grüne Landeshauptfrau oder einen grünen Landeshauptmann gibt? Ist das so zu interpretieren? Sagen wir es so, wir sehen jetzt gerade in der aktuellen Entwicklung wieder ganz, ganz deutlich, dass diese alten Konzepte, diese herkömmlichen Konzepte, die wir im Bildungsbereich, im Verkehrsbereich, im Energiebereich, im Nahrungsmittelproduktionsbereich, wo auch immer wir hinschauen, dass wir mit diesen alten Konzepten an Grenzen stoßen. Die funktionieren nicht mehr richtig. Und diese neuen Konzepte, gerade wenn wir jetzt den Energiebereich hernehmen, die wir Grünen beharrlich immer wieder wiederholen, schon seit Jahren oder Jahrzehnten, dass es diese jetzt braucht, das wird ganz klar sichtbar. Und da braucht es natürlich starke Grüne, auch prozentual, wenn Sie es so wollen, damit diese Konzepte auch wirklich umgesetzt werden, weil man sieht ja, dass es die Grünen sind, die das permanent wiederholen und auch schon, also zum Beispiel Pellets statt Putin, schon vor vielen, vielen Jahren als Wahlslogan vor sich hergetragen haben. Wenn man